Wenn ihr Falten in eurem Wachstuch habt, dann nehmt ein Geschirrtuch, das macht ihr nass und windet es einmal aus. Also es muss nicht richtig pitschenass sein, aber feucht auf jeden Fall. Und dann wird auf der niedrigsten Stufe wird dann gebügelt. Immer wieder runterschauen und bügeln, dann wieder hochheben. Hier erzielt man langsam die besten Erfolge. Zum Nähen empfiehlt sich eine Jeansnadel oder auch eine Ledernadel, die sollte mindestens 90 sein. Ich habe alles mit 90 genäht, das ist ganz gut. Später sollte nichts reißen, deswegen schaut auf eine Stichlänge von 3, 3,5 oder 4. Meine Werke habe ich jetzt mit 3 genäht. Und dieser Teflonfuß, ich mag den total gern, das ist auch kein Original, den habe ich mir bestellt, der hat 5-6 Euro gekostet. Ihr müsst natürlich keinen Gleitfuß haben, ihr könnt auch ein Tape unten drauf kleben auf euren normalen Nähfuß. Backpapier ist eine tolle Lösung, das ist durchsichtig, das legt ihr drauf, da könnt ihr nähen und könnt auch Sachen euch anzeichnen, wenn ihr möchtet. Das macht ihr jetzt mit einem normalen Nähfuß. Also wenn ihr diesen Teflon-Nähfuß habt, braucht ihr das nicht. Und wenn ihr fertig seid, reißt ihr einfach das Backpapier ab und dann passt das. Ihr solltet eure Wachsstoffe immer aufrollen. Wenn ihr keine große Rolle habt, dann nehmt einfach eine leere Flasche, Glas oder Plastik, was ihr gerade übrig habt, und dann gibt es auch keine Falten.